Club TV wird Ihnen präsentiert von Penta Hotel, Ihrem Hotelerlebnis auf dem Schlossberg in Chemnitz. Und legen direkt los und sagen ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Drittliga-Heimspiel des Chemnitzer FC gegen Eintracht Braunschweig. Und dann begrüße ich zum einen natürlich euch im virtuellen Konferenzraum, aber auch unseren Cheftrainer Patrick Klöckner, der für die Partie morgen gesperrt ist. Nichtsdestotrotz hast du die Mannschaft aber vorbereitet und wirst sie auch heute noch vorbereiten. Auf was bereitest du die Mannschaft quasi vor? Was ist Eintracht Braunschweig für ein Gegner? Worauf müssen wir uns einstellen morgen? Ja, leider kann ich die Partie nur von der Tribüne betreuen. Trotzdem werden wir in der Spielvorbereitung unserer Arbeit ganz normal nachgehen und versuchen, den Gegner so gut es geht zu zerlegen, um unsere Stärken da in dem Spiel auch morgen nutzen zu können. Es ist ein Gegner, der eine hervorragende Runde nach der Corona-Pause spielt, die sich stabilisiert haben im Abwehrbereich, bedeutet wenig zulassen, gute Konter setzen immer wieder im Zentrum, mit Nerik Hammerbauer und Kobylanski gute Fußballer haben, die den Ball auch unwahrscheinlich schnell nach vorne zirkulieren lassen können. Wir müssen aufpassen im Bereich Defensive, dass wir stabil stehen. Wir müssen gucken, dass wir wach sind in dem Spiel und das von der ersten Sekunde. Und trotzdem dürfen wir nicht vernachlässigen, dass wir natürlich auch nach vorne spielen wollen, weil wir müssen auch Punkte holen. Und es gilt, sich mit einer guten Absicherung vorne Chancen zu erspielen. Nicht nur du bist gesperrt, auch Leonard Meloni wird morgen aufgrund der gelb-roten Karte fehlen. Dafür kommen aber mit Sören Reddemann und Tobias Müller zwei Spieler zurück aus einer Sperre. Wie wichtig sind beide Spieler für das Vorhaben morgen? Ja, beide Spieler sind wichtiger Bestandteil der Mannschaft, wie die anderen Spieler auch. Bei Reddemann ist es halt so, dass er sehr gut mit Nick eingespielt ist und Tobi Müller mit seiner Laufleistung und seiner Mentalität im Mittelfeld uns sehr gut unterstützen kann. Von daher freuen wir uns, dass die beiden wiederkommen. Für Lenny tut es mir extrem leid, weil der Junge hat es nicht verdient, vom Platz zu fliegen. Beide gelben Karten waren definitiv keine gelben Karten und von daher sehr, sehr schade. Aber wir müssen es akzeptieren und müssen morgen trotzdem mit Vollgas die Spieler, die auf dem Platz sind, alles abrufen. Patrick, vielen Dank soweit. Jetzt hören wir uns die Fragen aus dem virtuellen Konferenzraum an. Einfach das Mikrofon einstellen. Knut Berger hat als erstes den Stift gehoben. Dann darf Knut Berger auch loslegen. Bitte schön. Frage an Patrick. Theoretisch könnte man ja auch dich hören. Gibt es da auch ein absolutes Kontaktverbot? Ist das da, umfasst das deine Sperre? Und zweitens, wie wirst du das handeln mit dem Co-Trainer? Du darfst auch sicherlich nicht in die Kabine in der Pause. Ja, wir werden uns. Wie werdet ihr euch da abstimmen? Ja, wir haben ja morgen nochmal ein Abschlusstraining morgen früh. Das heißt, wir werden morgen früh nochmal den Matchplan zusammen durchgehen, so wie wir es sonst auch machen. Innenraumverbot besteht bis jetzt noch, das ist korrekt. Trotzdem bin ich ja direkt auf der Tribüne hinter Tiffy, kann meine Anweisungen weitergeben. Die Spieler werden mich auf dem Platz hören und sobald sie in die Halbzeitpause reingehen, werde ich mich mit ihm nochmal intensiv austauschen und wir dann schauen, welche Veränderungen wir vornehmen müssen. Weitere Fragen? Knut Berger nochmal, Nachfrage. Wenn jetzt Schluss wäre, wäre ja alles gut. Im Moment mit der Saison. Aber es sind noch vier Spiele. Patrick, wie bewertest du das Restprogramm? Ihr braucht ja mindestens, ich sag mal, 2 Siege, 6 Punkte, um sicher drin zu bleiben. Wie bewertest du das Restprogramm Braunschweig, Uerdingen, Zwickau, Rostock? Es ist keine einfache Aufgabe, dieses Restprogramm erfolgreich zu bewältigen. Aber man muss auch sehen, die anderen haben genauso ein schweres Restprogramm. Und wir gehen jedes Spiel an und spielen in jedem Spiel auf Sieg, so wie wir es vorher auch gemacht haben. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir jeden Gegner schlagen können und dass wir wirklich eine Mannschaft sind, die in die Liga gehört. Und von daher schauen wir, was am Ende bei rauskommt. Wir sind positiv für alle Spiele, wir sind 100% davon überzeugt und mehr kann man nicht machen. Die nächste Frage kommt von Olaf Morgenstern, Morgenpost, Tag 24. Ja, hallo in die Runde. Patrick, die Heimspiele gegen Spitzenmannschaften Bayern 2 und Unterhaching habt ihr 1-0 gewonnen. Beides Mal waren Standardtore, hinterher habt ihr sehr gut verteidigt, die Führung. Traust du so einer Leistung deine Mannschaft nochmal zu oder erneut zu? Und zweite Frage,
Die Gefährlichkeit bei Standards ist ein bisschen abhandengekommen, habe ich so einen Eindruck nach dem Restart. Wird das nochmal ein Schwerpunkt sein jetzt für die finalen Spiele, weil das ein sehr probates Mittel ist, wenn jetzt als Spieler raus weniger passiert oder läuft, dass man Standards setzt? Ja, kann ich beides mit Ja beantworten. Also wir werden nochmal intensiv an den Standards arbeiten morgen, definitiv. Und was war die erste Frage? Frage habe ich genauso vergessen wie du, aber der Olaf weiß sie auf jeden Fall noch, der kann sie gerne nochmal wiederholen. Ach so, gegen gute Mannschaften. Ja, ja, natürlich. Ja, ich weiß es wieder. Jetzt wieder. Nee, nee, alles gut. Ja, ja. So eine Leistung wie gegen Haching und Bayern, das wurde mal zutraust. Sagen wir, also beide Spiele 1-0 gewonnen durch ein Standardtor. Ja, habe ich verstanden. Hab dann super wegverteidigt. Ja, ich hatte ja eingangs zweimal Ja gesagt, ich hätte es dabei belassen sollen, ohne eine Begründung hinterherzulegen in dem Moment. Ist mir die erste Frage abhanden gekommen. Aber auf jeden Fall traue ich uns die Leistung zu. Warum nicht? Also wir haben eine gute Mannschaft auf dem Platz. Wir haben die Qualität, diese Lösungsansätze wieder zu finden und dann auch zu vollenden. Und das werden wir auch hoffentlich morgen in einer guten Manier tun. Ich nochmal. Nochmal, Olaf. Du hattest jetzt schon angedeutet, wichtig wird sein, von Beginn an hellwach zu sein. Man hat es ja letztes Mal gesehen, Braunschweig macht ein frühes Tor gegen Preußen-Münster und hat es von der Sache her dann nach Hause gebracht. Wirst du da die Sinn nochmal schärfen bei den Spielern, dass möglichst das verhindert werden muss, dass man in der Anfangsviertelstunde ein Gegentor kassiert, weil dann wird es wahrscheinlich brutal schwer. Ja, jedes Spiel läuft ja anders in einem die Karten. Ne? Das ist, am Anfang ist es immer so ein bisschen ein Abtasten, um zu gucken, was macht der Gegner, was macht die eigene Mannschaft, wie selbstsicher bist du an dem Tag. Du nimmst dir in jedem Spiel viel vor, das Maximum, willst immer die optimale Punkteausbeute von 3 Punkten holen. Wir wissen, wir spielen zu Hause, wir wissen, wir haben viel zu verlieren. Braunschweig weiß, sie haben viel zu verlieren. Trotzdem ist wichtig, dass man seine Stärken in den Vordergrund hebt und dass wir uns nicht von einer anderen Mannschaft in dem Sinne beeinflussen lassen, dass wir was komplett anders machen als das, was uns bisher immer stark gemacht hat. Und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir auf unsere Stabilität bauen und auf das, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat. Nächste Frage kommt von Sebastian Wutzler. Philipp Rosina hat jetzt zuletzt eine Pause bekommen in Würzburg. Hat ihm die Pause gut getan und wie gut sind seine Chancen oder wie gut stehen seine Chancen, dass er morgen von Beginn an wieder aufrückt? Ja, ob ihm die Pause gut getan hat, das sehen wir morgen im Spiel. Dafür haben wir sie ihm gegeben. Wir wollten ihm natürlich auch in Würzburg seine Spielzeit geben, hinten heraus, wenn der Gegner ein bisschen müde gespielt ist, wenn er dann seine Frische in den letzten Minuten einbringen kann. Es ist natürlich bei dem Pensum wichtig, dass der ein oder andere Spieler immer wieder mal seine Pause bekommt und dann zu den entscheidenden Spielen oder zu dem Zeitpunkt eines Spiels dann auch wirklich fit ist. Und Hosi ist, glaube ich, morgen wieder so weit, dass er in die Startformation rücken kann. Das gucken wir uns heute im Training nochmal an, das gucken wir uns morgen nach dem Training nochmal an. Und dann entscheiden wir final, ob es dann die Startformation ist oder ob es dann hinten raus sein wird. Sind noch Fragen offen für die Partie gegen Eintracht Braunschweig? Es ist stumm im virtuellen Konferenzraum, das heißt, wir haben alle Fragen beantwortet. Letzte Chance. Nein, sieht nicht so aus. Perfekt, dann danke ich euch. Patrick, dir auch vielen Dank. Viel Erfolg noch für die Vorbereitung für morgen Abend. Und dann sehen wir uns morgen im Stadion. Macht's gut, bis dahin. Dankeschön. Tschüss, schönen Tag. Club TV wurde Ihnen präsentiert von Penta Hotel. Ihrem Hotelerlebnis auf dem Schlossberg in Chemnitz.